Sehr spannender Mann, der Herr Frey. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen ein harter Schwenk sein von einem Erzrapidler hin zu einem Erzaustrianer, aber Fußball soll ja auch verbinden und vor allem kann das der Mann, den ich jetzt begrüßen darf, wirklich und richtig stark. Ich freue mich sehr, dass er wieder einmal da ist. Servus, Herbert Prohaska. Servus, mich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Rapid-Fans, das ist ja eh irgendwie kein Triggerwort für dich. Ich glaube, du wurdest und wirst ja von Rapid-Fans auch durchaus geschätzt. Also da gibt es, glaube ich, schlimmere Rivalitäten, oder? Ja, wenn es nicht so wäre, wäre es auch eigentlich schlimm. Denn ich meine, eine gesunde Rivalität, die gab es immer. Aber ich würde heute sagen, wenn ich jetzt wirklich in mich gehen würde und nachdenken würde und zählen würde, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Freundeskreis mehr Rapidler als Austrianer. Das sind auch Menschen, oder? Na, ja, und sogar wichtige. Meine, für mich war Derby, Austria gegen Rapid, immer das oder die wichtigsten Spiele im Jahr. Die hast du gespürt. Ich habe ja 14 Jahre Derbys gespielt, das heißt unzählige. Und die waren immer hoch motiviert, emotional, aber immer sehr schön. Auch wenn wir logischerweise nicht immer gewonnen haben. Soll vorgekommen sein. Aber spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, die Goalies, die haben irgendwie nie ein Match verloren. Die haben nie ein Steirer-Goal gekriegt, die haben alle Partien gewonnen, alle Elfmeter gehalten. Ist schon eine spannende Selbsteinschätzung bei den Goalies, kommt mir vor. Na ja gut, das ist bei einem Goalie ja eben so. Ich meine, der Goalie, wer will schon schuld sein? Alles klar, lassen wir das so stehen. Ich habe es hier natürlich mit Österreichs Jahrhundertfußballer zu tun. Das wissen Sie, möglicherweise nicht so geläufig ist Ihnen der folgende Umstand. Hier sitzt nämlich so ganz nebenbei auch der Krone-Fußballer des Jahres 1975, der Krone-Fußballer des Jahres 1985, der Krone-Trainer des Jahres 1997 und der Super-Champion. Und aufgetreten ist er auch schon mit den Holy Boys. Also du hast wirklich alles erlebt, was man im Rahmen des Krone-Fußballfests so erleben kann. Du warst in irgendeiner Form fast jedes Jahr eine Zeit lang Protagonist. Ja, weil ich ganz einfach finde, dass es eine absolute Top-Wahl ist. Heute kann ich es natürlich, weil ich ja nicht mehr teilnehme und so weiter, sehe ich es mit Interesse und viel, viel ruhiger. Aber zum Beispiel, wie ich das erste Mal gewonnen habe, 1975, war schon unglaubliche Freude in mir, weil es damals war, oder ich glaube, es ist fast ja immer so gewesen, jedes Jahr, irgendein Spieler von Rapid, weil sie ja diese Masse an Anhängern haben, war natürlich immer der große Favorit und die Rapidler haben wahrscheinlich am alleröftersten gewonnen. Deswegen damals, mein Konkurrent damals war sicher der Hans Krankl und auch den zu besiegen war ganz, ganz schwierig. Und 75 habe ich mich darüber enorm gefreut, obwohl ich sagen muss, dass es eher eine Wahl war von Freunden und Familie. Ich glaube, Fans hatte ich dann noch nicht so viele, dass es zum Sieg reicht. Das war der Push sozusagen zum Publikumsliebling. Lieber Herbert, einen wie großen Anteil an deinem Titel Trainer des Jahres 1997 hatte denn indirekt auch ein gewisser Toni Polster? Ja, der Toni war Teil der Mannschaft und den größten Anteil hat natürlich immer die Mannschaft. Also der Trainer, der sich damals für die WM qualifiziert hat. So ist es. Der Trainer gewinnt ja sowieso keine Spiele, sondern der Trainer versucht mitzuhelfen, um den Spielern vielleicht ein gewisses Rüstzeug zu geben, um zu gewinnen. Aber logischerweise, wenn man Trainer des Jahres wird, dann muss man sich bei der Mannschaft in erster Linie bedanken, weil die dann natürlich dafür gesorgt haben. Also warum spreche ich den Herbert auf Toni Polster an? Natürlich auch keine große Überraschung, vor kurzem ist er 60 Jahre jung geworden. Ich habe das Privileg, ihn später dann auch noch in der Sendung begrüßen zu dürfen. Da werden wir in diesem Rahmen auch noch einmal herzlich gratulieren. Deswegen mag ich dir vielleicht das eine oder andere Schmankerl zum Toni vorab schon entluxen, damit ich ihn dann damit konfrontieren kann. Ein wie pflegeleichter Spieler war er denn und ein wie lauf- und trainingsfreudiger? Ja, ich glaube, lauf- und trainingsfreudig war durchschnittlich. Der Ehrgeiz. Chefdiplomat Herbert Prohaska spricht. Der Ehrgeiz und sein Talent waren natürlich das Wichtigste für seine Karriere. Also, der Toni war natürlich, ist wie so viele große Spieler mit einem Talent gesegnet gewesen, was ihm dann eben seine ganze Karriere begleitet hat. War einer der besten Stürmer
die es jemals gab in diesem Land. Und deswegen, ja, muss man natürlich sagen, er war bestimmt jetzt nicht einer, der beim Training alle mitgerissen hat. Musste er nicht, weil er ganz einfach diesen Vorwurf, den konnte man ihm nicht machen, weil er immer fast in jedem Spiel sehr viele Tore geschossen hat. Und deswegen war es auch mir natürlich nicht jetzt so wichtig, wie viel der Toni läuft, sondern wie viel der Toni beiträgt, dass wir ein Tor schießen. Und das ist ja meistens ganz gut aufgegangen, diese Rechnung. Was will uns denn das folgende Bild über eure Trainer-Spieler-Beziehung sagen? Also da darf ich nur kurz erklären, wir sehen da hier schon den Teamchefenden Herbert Prohaska, der da gerade offenbar den Toni ins Leere sausen lässt. Und der tut dann was, der liebe Toni? Ja, der Toni, wenn man sein Gesicht, seinen Mund und den Fuß, den linken, ansieht, dann will er nur eines, nämlich mich faulen. Weil er, ja, der Toni war sicherlich nicht der irgendjemand leicht einen Ball abgenommen hat. Genauso im umgekehrten Fall, es war nicht leicht, ihm einen Ball wegzunehmen. Aber hier ist es eindeutig so, dass er, ich würde fast sagen, wieder einmal zu spät kommt und mich dann fault. Was ich wahrscheinlich damals nicht gut gefunden habe. Ich darf dir jetzt ganz kurz verraten, sozusagen. Im Smalltalk hat der Herbert gesagt, naja, einen Polster aussteigen lassen, das war keine große Kunst, auch als Trainer nicht. In einer Disziplin war er offenbar besser, der Toni im Regenerieren. Auch da habe ich ein spannendes Bild aus eurer Vergangenheit gefunden. Also das hat er schon ganz gut drauf gehabt, oder? Ja, Toni war er genauso talentiert wie beim Spiel selbst. Alles klar, das lassen wir gerne so stehen. Es ist so ein angenehmes Gespräch, es ist immer ein angenehmes Gespräch. Übrigens darf ich jetzt kurz dazu sagen, dass wir technische Probleme hatten und ein bisschen verspätet aufgezeichnet. Also ein bisschen ist gut, wir haben den Herbert richtig warten lassen. Vielen, vielen Dank nochmal auch auf Sendung für diese Größe und dahingehende Geduld. Deswegen ist mir die folgende Frage fast ein bisschen unangenehm, aber es ist halt schon so, dass zumindest Gerüchten zufolge auch bei dir nächstes Jahr eine Runde ansteht. Magst du eine Stellungnahme dazu abgeben? Nein, nicht wirklich, aber es ist eben so, dass ich nächstes Jahr 70 werde und ja, es wird wahrscheinlich dann einiges auf mich zukommen, aber wenn ich... Auch von Krone-Seiten wahrscheinlich? Ja, aber es ist eben so, man merkt nur dabei, dass man eben schon so weit weg ist von dem, wo man sein möchte. Mhm. Ja? Und... Aber auf der anderen Seite, wenn es mir gut geht und ich halbwegs gesund bin, dann spielt das keine Rolle, dass man 70 wird. Ja, alles klar. Wir wünschen jetzt schon sicherheitshalber alles Gute. Wir haben sicher noch die Gelegenheit, das zu machen, nur dass wir das auf Sendung haben. Nicht verschreien. Ja, um Gottes Willen, nicht machen, um Gottes Willen. Wie wahrscheinlich, Herbert, wirst du denn deinen 70er als Staatsbürger des Landes feiern, das dann kurz davor die Fußball-Europameisterschaft gewonnen haben wird? Also wie wahrscheinlich wird nächstes Jahr dann Österreich amtierender Fußball-Europameister sein? Also wenn das passiert, dann feiere ich schon meinen 70er vor, wenn Österreich Europameister wird. Das ist eine Ansage. Dann feiern wir schon nach meinen 69er oder vor meinen 69er, können wir dann schon groß feiern, weil im August wird es dann soweit sein und bis dahin... Aber ich denke einmal, dass wenn Österreich Europameister wird, so Mitte Juli, werden die Feiern auch in Österreich von der nationalen Mannschaft, von den Spielern und so weiter, wahrscheinlich bis zu meinem Geburtstag, andauern und dann können wir gleich anstückeln. Also jetzt haben wir, um die Frage noch einmal, Verzeihung, ein bisschen aufs ernsthafte Tapet zu bringen, natürlich ganz aktuell, also wir, die österreichische Nationalmannschaft, mit prominenten Ausfällen, zu kämpfen von Alaba abwärts, dann haben wir Arnautovic, Sakaria, Kalajdzic. In der Hoffnung, dass sich das bis zu EM-Beginn ein bisschen bessert, was ist tatsächlich der Mannschaft zuzutrauen? Naja, ich glaube, dass wir ganz einfach in den letzten Jahren sukzessive den Kader eigentlich größer und qualitativ besser gemacht haben. Das heißt, wir können im Prinzip auch jeden ersetzen. Ja? Natürlich ist ein David Alaba von der Persönlichkeit, von der Präsenz, er ist Kapitän und wahrscheinlich auch im Umgang zum Beispiel mit Schiedsrichtern. Weil ein Schiedsrichter horcht vielleicht doch auf einen Spieler, der beim großen Real Madrid spielt, ein bisschen mehr und du kannst dir vielleicht in der Diskussion ein bisschen mehr erlauben.
aber jetzt nur als Verteidiger werden wir ihn ersetzen können. Ja, weil ich glaube ganz einfach, dass der Kader groß ist. Der Marko Arnautović, wenn nicht was dazukommt, ist in ein paar Wochen wieder nach einer Zehrung sicher wieder auf den Weg, dass er fit wird. Ich denke, dass wir einen Kader haben, wenn nicht Massen ausfallen, dass wir 3-4 Ausfälle immer verkraften können. Und deswegen bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass wir in dieser schweren Gruppe, aber trotzdem, mir ist es lieber, wir haben diese Schwere, als wir haben, so wie bei der ersten Euro oder zweiten Euro, wo wir damals in Frankreich dabei waren, und wir haben Island und wir haben Ungarn und jeder spricht davon, nur mehr, wer wird unser Gegner im Achtelfinale sein. Hier wird es jetzt so sein, dass man uns wahrscheinlich, wenn man nicht eingefleischter Fan ist, keine Chance gibt in dieser Gruppe. Ich denke, wir werden gegen die zwei Großen, wünsche ich mir, zweimal unentschieden spielen und den dritten Gegner, der ja noch dazukommt, bezwingen und wir steigen ins Achtelfinale auf. Unterschreiben wir sofort. Also da nehmen wir dich gerne. Ja, ja, gerne. Ich auch. Letzte Frage, deine TV-Analytiker-Karriere betreffend. Wie weit gehen denn da deine Planungen schon? Vor allem, was große Ereignisse angeht. Also jetzt EM ist eh einmal klar. Dann nehme ich einmal an, WM 2026 wäre schon auch für dich noch einmal ein sehr spannendes Kapitel. Wie weit voraus denkst du? Genau bis dorthin. Also ich würde sagen, ich glaube, dass man die WM, die möchte ich gerne noch mitmachen. Erstens einmal, der ORF hat bis jetzt alle Spiele, im Gegensatz zu der Euro, wo wir leider keine Österreich-Spiele haben. Ja, das würde ich gerne mitnehmen, aber es hängt natürlich auch vom ORF ab. Möglicherweise meint irgendwer, du bist ins Alter gekommen und wieder schauen. Aber dann zumindest fliege ich nach Amerika, also, weil es, glaube ich, sehr reizvoll ist. Amerika, Kanada und auch Mexiko. Und werden mir dann dort Spiele anschauen. Aber ich gehe davon aus, dass ich noch die WM machen darf. Und dann schauen wir weiter, wie es mit meinem Kopf ausschaut, mit meinem Alter ausschaut. Da machen wir uns. Schauen wir. Da machen wir uns keine Sorgen. Eins, glaube ich, darf ich schon aussprechen, nämlich ein Angebot bei Krone TV, jederzeit deine Karriere fortsetzen zu dürfen. Danke vielmals. Bitte schriftlich. Das ja, sofort. Das unterschreibt der Molzi gleich, da bin ich mir sicher. Vielen, vielen Dank. Also ich finde, du brauchst natürlich keine Bewerbung mehr ab. Sehr gerne. Aber es war trotzdem wieder eine Spitzenperformance. Herzlichen Dank für deine Zeit, Herbert Prohaska. Danke, Michi.